Der Otto ist auch befreit worden in Auschwitz und wir auch. Und dann sind wir zusammen 4 Monate durch Russland gefahren. Der Krieg war doch noch nicht aus im Januar. Und da haben wir ihn in Auschwitz gesehen und dann auf den Transport. Und da habe ich ihn wieder meiner Mutter wieder vorgestellt sozusagen. Und er hat sich nicht mehr erinnert, dass er sich schon gesehen hat. Und so war die nächste Bekanntschaft. Und dann, als wir zurückgekommen sind nach Amsterdam, ist der Otto überall herumgegangen, hat Leute besucht, die in Auschwitz waren, um zu fragen, ob sie vielleicht seine Familie gesehen haben. Und da ist er auch zu uns gekommen, hat wahrscheinlich die Adresse bekommen, hat aber nicht gewusst, wer wir sind, dass er uns eigentlich schon kennt. Ja.